Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Nein, wie ihr im Titel gesehen habt, wir haben uns ein Unglasing vorgenommen. Ja, ich bin ja bekannt für Innovation und möchte euch halt hier heute auch mal ein neues Produkt vorstellen. Und das ist keine Box, also kein Karton oder irgendwas, das ist ein Glas und das wollen wir uns jetzt mal anglasen. Deswegen Unglasing und nicht Unboxing. Und zwar haben wir uns vorgenommen, habe ich hier sowas bekommen, das nennt sich Nutella. Das gehen wir uns jetzt mal erstmal ganz genau angucken. Ich mache dafür mal die Kamera nach unten. So, kommt in so einem Glas daher. Das ist entweder dunkles Glas oder in helles Glas mit was Schwarzem da drin. Ah, sehe ich gerade hier unten, haben sie auch an die Standfestigkeit gedacht und dass es erhöht ist. Hier befinden sich so kleine Riffeln drauf, dass nicht das Glas direkt auf dem Tisch steht, sondern auf diesen kleinen Pinöbelchen, möchte ich es mal nennen. Ja, hier vorne sehen wir dann, wie das Produkt heißt, es nennt sich Nutella. Es ist eine Nuss-Nougat-Creme, wird mir darüber auch mitgeteilt, das steht hier weiter unten. Ein Brot ist, ich weiß nicht, ob das jetzt Pflicht ist, dass es ein helles Brot sein muss, wie auf dem Bild. Ich denke mal, das würde auch mit dunklem Brot funktionieren und das wird da einfach aufgestrichen. Ob wir jetzt unbedingt Milch dazu trinken müssen, wie es auf dem Bild ist, wage ich zu bezweifeln, denn es geht ja an sich hier um diese Nuss-Nougat-Creme, wie es hier drauf steht. Ich denke mal, das ist nur schmückendes Beiwerk. Ja, kennen wir ja nicht anders. Dafür muss ich mir jetzt erstmal meine Brille aufsetzen. So. Hier befinden sich 450 Gramm drin. Das ist schon mal eine ordentliche Menge, würde ich sagen. Zutaten, Zucker, Palmöl, Haselnüsse. Oh, Haselnüsse sind sogar ganze 13% drin. Bei 450 Milligramm. Ja, Kakao ist mit drin. Ja, das ist jetzt erstmal egal. Nährwert, Salz, Eiweiß ist mir eigentlich relativ schnuppe. Schön, dass es draufsteht. Ja, für den einen oder anderen, der da vielleicht auf seine Figur achtet oder bestimmte Sachen nicht essen darf, ist dieser Warn, ich will es mal Warnhinweis sagen, was da drin ist, oder diese Information sehr hilfreich. Also haben sie auch direkt schön platziert hier auf der Ecke, dass man beim ersten Mal gleich drauf schauen kann. Ist sehr innovativ, finde ich schon mal sehr gut gelöst. Hier haben wir auch nochmal ein Bild von diesem Produkt drauf und irgendwelches Grünzeug im Hintergrund. Das ist aber, denke ich mal, nur schmückendes Beiwerk. Guten Morgen mit Nutella. Ach, der Hersteller empfiehlt uns halt hier, dass wir das praktisch sozusagen zum Guten Morgen essen sollen. Ob man es denn auch für den Tag nutzen kann, steht hier nicht. Ich denke mal schon. Für einen guten Start in den Tag. Ja, hier wird auch noch mehrmals drauf betont. Nicht nur, dass hier oben Guten Morgen steht. Hier steht auch für einen guten Start in den Tag. Vollen Geschmack, leckeres Frühstück mit Nutella erleben. Ja. Also hier wird mehrmals darauf hingewiesen, dass es halt zum Frühstück am Guten Morgen mäßig gegessen werden soll. Ob das jetzt zwingend notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Es kommt aus Frankfurt am Main von der Firma Ferrero. Für die Leute, die die Firma nicht kennen, wo steht's? Dort steht, dass sie von Ferrero ist. Ja. Nutella. Ach, hier unten steht sogar auch, habe ich gar nicht gesehen. Steht auch Ferrero. Ja, meine Katzen sind nämlich gerade an den Tüten dran. Und ja, finde ich schon mal sehr gut gelöst. Ja, die Form sieht auch sehr innovativ aus, dass es hier so ein bisschen bauchig nach oben geht. Ja, haben sie sich schon ordentlich was einfallen lassen, würde ich jetzt mal so sagen. Hier ist der Deckel, der ist
aus Plastik, also sollte den Inhalt auch gut schützen. Hier haben wir auch noch des Öfteren Nutella draufstehen. Ja. Und hier ist dann auch nochmal ein Qualitätskontrolle steht hier auch nochmal. Also die kontrollieren sogar die Qualität und werben damit direkt auf dem Deckel. Den Deckel haben sie sehr innovativ gemacht mit diesen Rillen. Ja, seht ihr das? Ich werde mal, wartet mal, vielleicht so könnt ihr das vielleicht hören. Da sind wirklich tiefe Rillen, die sorgen für einen guten Grip. Das ist schon mal, haben sie sehr super gelöst. Also besser als wenn es jetzt so glatt ist, weil da könnte man ja abrutschen oder so. Finde ich sehr gut, man hat einen guten Grip. Also man kriegt es sehr leicht auf und wieder zu. Ja, dann wollen wir uns aber auch mal gucken. Wir wollen ja ein komplettes Unglasing machen. Jetzt gucken wir mal. Geht auch sehr leicht und sehr flüssig auf. Also ich habe hier keine. Oh, hier haben wir. Ach so, hier ist nochmal ein zweiter Sicherheitsmechanismus drin. Der, denke ich mal, das Auslaufen verhindern soll. Wie das denn im späteren Gebrauch aussieht, weiß ich nicht. Wenn es denn hinfällt und dieser Auslaufschutz denn nicht dran ist, da müsste man gucken, wie sich das denn im späteren Gebrauch verhält. Hier haben sie auch noch öfters Nutella draufgeschrieben und auch noch öfters mal hier so ein Qualitätssiegel draufgebappt. Da muss ich jetzt erstmal was dazu sagen. Ihr wisst ja, ich finde es ja gut, wenn ich jetzt ein Produkt kaufe oder mir erwerbe oder so, einen USB-Stick oder sonst irgendwas dergleichen oder die Ladestation, wenn dann an USB oder so das Logo der Firma drin ist, weil man zahlt das ja und finde ich ist ein schöner und süßer Gimmick, finde ich. Ja, hier jetzt haben wir hier vorne natürlich schon groß und breit die Firma drauf. Hier auf dem Deckel dreimal. Ja, hinten auch nochmal, also das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und wenn wir hier diesen Sicherheitsmechanismus angucken, da steht auch noch oft Nutella drauf. Und ja, ich weiß nicht, also das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel. So muss ich mal so sagen. Jetzt machen wir aber mal weiter. Jetzt müssen wir mal gucken. Was ich bedauerlich finde, wir haben hier keine Lasche irgendwie, dass man das einfach so abziehen kann. Das ist hier sehr eng, sehr fest drauf, hat hier so einen leichten Überstand. Ich werde das hier gerade mal ringsherum so ein bisschen abmachen, dass ihr das mal so sehen könnt. Ja, also macht sich so mit den Fingern schlecht. Ich werde es aber auf jeden Fall mal testen für euch. Also hier fehlt mir vielleicht mal für den Hersteller so ein kleines Pinöpel, dass man es so ein bisschen besser abziehen kann. Wäre vielleicht von Vorteil, weil mit dem Finger kriegt man es, seht ihr, ja, man kriegt es sehr schwer ab, dann habe ich hier nur so ein Stück dran. Ja, jetzt habe ich hier auch nur noch das Silberne abgerissen. Ja, also es macht sich wirklich sehr schlecht auf. Aber man kann es wohl, ach, jetzt habe ich es hier ausgedrückt. Man kann es wohl hier leicht eindrücken. Ja, so, ich mache das jetzt hier einfach mal so auf. So, aha. Und mehr ist da eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben gleich unsere Flüssigkeit oder Gel oder sonst was dergleichen. Das werden wir im Hardware-Video uns dann nochmal genauer angucken. Aber ja, ich weiß nicht. Also mit dem Sicherheitsdeckelchen, was sie da drauf haben. Also da gibt es noch einige Verbesserungen, bin ich mal der Meinung. Ja, aber alles Weitere würde ich dann sagen, machen wir gleich im Hardware-Video. Ich denke mal, da werde ich auch nur ein Hardware und da werden wir doch ein Hardware-Video auch noch machen. So, bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.